Wo sind die Feinde? Scheint sicher zu sein. Oh, hallo. Kennst du mich noch? Ich bin Ray, einer der reichsten Gamer aller Zeiten. Da bist du ja. Mach dich bereit, dich von deiner HP zu verabschieden. Es ist ganz schön heiß hier drin. Ich hab dich. Au! Wie kommt das? Ich hab verloren. Mein Blaster trifft immer ins Ziel. Oh, was ist das da drüben? Da scheint etwas im Dunkeln zu sein und ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ah, ich muss hier weg. Warte, ich will auch mit dir spielen. Ich habe genug. Sogar das Gefängnis scheint dagegen nicht mehr so beängstigend. Puh. Für den Nachtisch ist immer noch Zeit. Ich hoffe, Huggy Wuggy ist nicht mehr hinter mir. Oh, etwas Interessantes. Eine neue Gamer-Meisterschaft? Man kann nur zu zweit teilnehmen. Ich könnte eine zusätzliche Million Dollar gebrauchen. Da bist du. Ah, ich kann dein Teamkollege sein. Wir können zusammenspielen. Nein. Igitt, dieses Spiel ist zu realistisch. Oh, diese Meisterschaft gibt es also wirklich? Von mir aus kann ich mitmachen. Aber ich brauche Leos Hilfe dabei. Ich frage mich, was er gerade macht. Toll, weiter so. Oh, Ray. Hallo. Ich habe ein Millionen-Dollar-Angebot für dich. Ich glaube, das überrascht mich nicht. Demnächst findet ein Turnier statt und ich brauche einen Teamkollegen. Bro, tut mir leid, aber ich bin gerade sehr, sehr beschäftigt. Aber das ist eine tolle Gelegenheit, um die Welt an unsere Cyber-Großartigkeit zu erinnern. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Tschüss. Ich kann es mir leisten. Sogar ich brauche manchmal eine Pause vom Spielen. Und ich glaube nicht, dass es Ray allzu sehr stört. Was ist denn so schlimm daran? Es ist so lange her, dass wir zusammen gespielt haben. Sir, sind Sie bereit? Ja, ja, du kannst gleich zur Sache kommen. Ich bin ein bisschen nervös. Ich muss mich entspannen und über alles nachdenken. Leo und ich haben beim letzten Mal 1 Million Dollar gewonnen. Und ich habe beschlossen, sie für Ausrüstung und Training auszugeben. Boah, hart. Ich wünschte, ich hätte das per Lieferung bestellt. Aber jetzt werden sich meine Bemühungen auszahlen. Mit neuen Geräten und Spielen kann ich meine Fähigkeiten auf die nächste Stufe heben. Ich möchte am liebsten sofort alles auspacken. Aber Leo hat beschlossen, das Geld für andere Dinge auszugeben. 5-Sterne-Hotel, Pool, goldener Sonnenschein. Endlich Urlaub. Ah, Huggy Wuggy, lass mich in Ruhe. Ich glaube, diese Sitzung ist vorbei. Ach, es waren nur die Hände der Masseurin und ich hatte Angst. Ah, und zusammen waren wir unbesiegbar. Er und ich sind die besten Gamer der Welt und wir müssen uns wieder zusammentun. Ray wird nicht so schnell aufgeben. Er will zu seinem besten Freund durchdringen und dabei spielt es keine Rolle, wie viel Zeit, Mühe und Papier es dafür braucht. Schließlich heiligt der Zweck die Mittel. Ich brauche deine Hilfe. Ich hoffe, ich mache das alles nicht umsonst und wir werden wieder ein gutes Team. Oh, ich bin ein bisschen müde. Ich hoffe, er flippt dieses Mal nicht wieder aus. Oh, was für ein Glück, du bist gerade rechtzeitig gekommen. Es ist gut, eine persönliche Masseurin zu haben. Hör mal, Lucy, kannst du mir bei was helfen? Gegen eine zusätzliche Gebühr natürlich. Kriegst du das hin? Wie könnte ich zu dir Nein sagen? Toll, setz dich. Du hast mir wirklich geholfen. Was würde ich nur ohne dich tun? Ich bin nicht umsonst ein reicher Gamer. Was würdest du tun, um ein Auto zu kaufen? Die neuen Videos von Okitoki machen mich wie immer glücklich. Zum Glück hat das Hotel gutes WLAN. Oh, hier kommt mein Lieblingsjumpsuit. Ein neues Belüftungssystem? Es ist so schön, einfach zu entspannen und nichts zu tun. Danach habe ich mich so lange gesehnt. Wer ist noch da? Ich habe ein extra Schild nicht stören aufgestellt. Kann es jemand wagen, meinen heiligen Ritus des Nichtstuns zu stören? Was wollt ihr? Was? Ah! Oh! Wer und warum hat mir so viele Blätter geschickt? Brauche ich deine Hilfe? Es ist definitiv von Ray. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich keine Computerspiele mehr spielen will. Und warum versteht er das nicht? Wenn ich ihn ignoriere, wird er mich nicht in Ruhe lassen. Ich werde ihm klar machen, dass ich nicht mitmachen will. Meine Antwort soll ihn erreichen. Oh, und der Gegner war nicht einfach. Er hat mich zum Schwitzen gebracht. Aber ich werde nicht verlieren. Nur noch ein letzter Schritt und der Sieg ist mein. Oh, ein Papierflugzeug? Sein Ernst? Nein, auf keinen Fall. Ich habe verloren. Der Typ hatte einfach Glück.
Also gut, mal sehen, was wir hier haben. Nein, das war's. Ich bin durch. Ich hab's satt, mir das gefallen zu lassen. Wenn es ihn nicht interessiert, kann ich's auch ohne ihn machen. Ich werde einen Ersatz finden. Hey, du musst dir keinen neuen Teamkollegen suchen. Leo ist schließlich dein bester Freund. In gewisser Weise hast du recht, aber... Hey, such dir einen neuen Teamkollegen. Gönn Leo eine Pause. Er hat's verdient. Lass mich in Ruhe. Ich hab mich schon entschieden. Okay, ich muss eine schöne Schriftart wählen. Und das wird klappen. Es gibt bestimmt viele Leute im College, die sich für diese Anzeige interessieren würden. Hallo, ich suche einen neuen Mitspieler, um das Turnier zu gewinnen. Die Versammlung findet um 15 Uhr in der Turnhalle statt. Wen sollte ich sonst vorschlagen? Oh, ich weiß. Ich mache keine Witze. Das Radio hat komische Geräusche gemacht. Leute, ich suche einen Mitspieler. Also wenn ihr auf Computerspiele steht und das große Geld gewinnen wollt, kommt zur angegebenen Zeit in die Turnhalle. Und wir suchen nach diesem Typen. Hast du ihn zufällig gesehen? Nee, aber wenn ich ihn sehe, rufe ich auf jeden Fall die angegebene Nummer an. Hey Alex, kannst du uns hören? Sir, ich habe ein einmaliges Angebot für Sie. Wenn du bis dahin rauskommst, solltest du unbedingt vorbeikommen. ja gut. Ich frage mich, wie viele Leute kommen wollten. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, meine Hand, meine andere Hand. Spielen Sie hier auf Poppy Playtime? Hallo, ich bin auch gekommen, weil ich die Anzeige gesehen habe. Sag mir nur, wer ist der Mitspieler? Ich schätze, der Job passt nicht wirklich für dich. Hey, was machst du denn hier? Eigentlich bist du in dieser Zeit für eine Massage geplant. Ich sag sie heute ab. Nimm dir den Tag frei oder so. Wer ist der Typ? Diese Noobs unterschätzen mich. Ich hab gelernt, wie man aus Büchern spielt. Hey, kannst du ein bisschen leiser sein? Ich bin gerade mitten im Spiel. Naja, wenigstens etwas. Arbeite, blöder Laptop. Ah! Hey Junge, bist du bereit, in meinem Team zu kommen und mit mir eine Meisterschaft zu gewinnen? Klar, denn ich bin fantastisch. Darauf kannst du wetten. Dann ist es abgemacht. Deal. Wo ist deine Hand? Willst du mich verarschen? Eigentlich bin ich hier. Tut mir leid. Ich kann nur schlecht sehen. Übrigens habe ich gesehen, dass du letztes Jahr das Turnier gewonnen hast. Du bist großartig. Ah, danke. Wir beide sollten üben gehen. Der Ausgang ist in der anderen Richtung. Hey, ich bin eigentlich auch ein guter Spieler. Schau mal. Willkommen in meinem Haus. Oh, ich kann's nicht glauben. Ich bin in Rays Haus. Ja, was denkst du denn? Das ist ein cooles Zimmer, oder? Ray hat sein ganzes Leben den Videospielen gewidmet. Kein Wunder, dass er jetzt so viele coole Gadgets hat. Sein Zimmer ist das Paradies für jeden Gamer. Oder besser gesagt, für fast jeden Gamer. Kann ich wirklich etwas sehen, aber die Farben sind cool. Okay. Die Meisterschaften fangen gleich an, also setz dich schon mal hin. Toll, ich hoffe, mein Laptop lässt mich nicht im Stich. Warte, du hast ihn im Stich gelassen. Na gut, ich leih dir meinen, bitte sehr. Wow, danke. Wo ist es? Genau hier. Da, ist das ein Scherz? Nein, das ist direkt vor deiner Nase. Das war peinlich. Endlich. Lass uns endlich anfangen zu spielen. Okay. Es werden ein paar harte Jungs gegen uns spielen, also müssen wir uns anstrengen. Keine Sorge, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich meine, wir sind jetzt das richtige Team. Los geht's. Haha, sie sind alle fertig. Das ist bei weitem nicht Rays erste Meisterschaft. Aber er ist so konzentriert wie immer. Was man von seinem treuen neuen Teamkollegen nicht behaupten kann. Oh nein, meine Brille. Hey, was machst du da? Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich kann ohne meine Brille nichts sehen. Ich muss sie finden. Muss ich jetzt für zwei spielen? Beeil dich. Oh, wo ist sie denn hingefallen? Ray, kannst du sie sehen? Dein Zimmer ist so groß, ich kann sie nicht finden. Oh. Ray scheint eine neue Fähigkeit erlangt zu haben. Er spielt an zwei Computern gleichzeitig. Hey, was ist denn mit meinen Fingern los? Goldene Knöpfe? Wir haben gewonnen! Juhu, ich kann es nicht glauben. Wir haben es geschafft. Meine Großmutter hat mir diese Brille geschenkt. Ich kann ohne sie nicht leben. Bei dem Geld werde ich sie bestimmt nicht finden. Oh, da ist sie also. Jetzt kann ich alles sehen. Anthony, hast du das gehört? Wir sind jetzt Champions. Beeil dich und gib uns auch einen Daumen hoch. Du bist jetzt ein E-Sport-Star. Wirklich? Meine Mutter wird stolz auf mich sein. Er hat die Meisterschaft in einem Team mit einem Nerd gewonnen? Jetzt ist Ray der beste Gamer und nicht ich? Wie ist das überhaupt möglich? Ich werde das einfach nicht so hinnehmen. Hallo? Ray? Wer ruft mich an? Oh, Leo. Hi. Willst du mir zum Sieg gratulieren?
Ich fordere dich heraus, denn jeder weiß, dass ich der beste Gamer bin. Und ich bin bereit, es zu beweisen. Ich bin gerade beschäftigt. Abonnenten, gefällt euch dieses Video? Dann schreibt Kommentare, wenn ihr mich und Ray im nächsten Kampf sehen wollt. In der Zwischenzeit kannst du dir unsere vergangenen Episoden ansehen, die hier erscheinen.